Hey Leute und willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben. Wir spielen heute auf der Map, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, denn wir spielen auch auf einem komplett neuen Server. Was heißt auf einem komplett neuen Server? Wir spielen auf einem anderen Server, Leute. Es ist nicht der GommaHD.net Server, oh nein. Wir spielen heute auf dem Bergwerk Labs Server, so heißt er nämlich. Weil Gomme irgendwie down ist, aber ich muss ein Video für morgen aufnehmen, weil ich das gestern schon nicht geschafft habe und deswegen muss ich ein Video aufnehmen. Und gleich habe ich halt noch Training, deswegen habe ich keine Zeit zu warten und nehme jetzt auf Bergwerk Labs auf. Ist auf jeden Fall eine 4x4 Runde, Map Jurassic World. Ich bin erstmal da oben runtergefallen. Jurassic World, die Map, die finde ich ganz nice. Habe ich gerade so beschlossen, weil das passt irgendwie so ein bisschen zu Ark und so, ne? So ein bisschen Dinosaurier-mäßig. Finde ich töfte, Leute, finde ich töfte. So, okay, Shop-System, richtig. Komme ich gar nicht mit klar, muss ich ganz ehrlich sagen. Wieso kann ich nicht so massenhaft kaufen, sag ich mal? Naja. Warum laggen die alle? Das ist so gemein. Ich lag nicht. Ich lagge nicht. Bitte lag doch nicht. Wow. Farbveränderung Special. Alter. Also Leute, ich glaube, ich habe noch nie auf dem Bergwerk Labs Server Bed Wars gespielt, tatsächlich. Ist gerade eine Premiere. Also wird auf jeden Fall fett die Farbe geändert. Das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Das Einzige, was ich nicht so cool ist, das finde, ist, dass die hier in der Luft schweben. Warum sind die nicht im Boden? Das sieht doch viel schöner aus, oder nicht? Okay, Spitzhacke. Packen wir uns auf die 1. Kann man hier auch mit Hotkeys arbeiten? Okay. Wieso, das geht nicht, Leute. Wieso funktioniert das nicht? Ich will mir die nicht alles so kaufen. Müsst ihr mir mal erklären, wenn ihr eine Ahnung habt davon, wie dieses Shop-System. Goddammit. Wenn ihr eine Ahnung habt, wie dieses Shop-System funktioniert, dann zögert nicht, es mir in den Kommentaren zu hinterlassen. Und wie ich sehe, gibt es bei den Runden eine Zeitbegrenzung von einer halben Stunde. Ziemlich gut. Wobei, ob ich das so sehr mag, weiß ich gar nicht. Muss man mal gucken, wie das wird. Ich hoffe, das ist erst die Eiseninsel, sonst wäre es ziemlich unnötig, dass ich mich hier so weit in die Mitte baue. Ja, es ist die Eiseninsel. Und dann können wir von hier aus nämlich perfekt weiterbauen. Uns auch ein bisschen hoch bauen hier. Zack. Creeper Boy schon aus dem... Warum? Jetzt habe ich auch geleckt. Gibt es ja auch den Befehl slash ping. 37 Millisekunden. Ist nicht besonders töfte, aber geht doch eigentlich. Warum bin ich da gerade runtergebrettert? Zack. Mein Gott, immer dieses... Nee, das kannst du nicht im Villager-Inventar machen. Mach es gleich. Nervt ein bisschen, ne? Merkt aber auch selber. Was ist das? Ich bin zur falschen Seite gerannt, aber was ist das? Moment, gibt es hier nicht auch diese Insta-Brücken oder wie die heißen? Boah, hier können wir mal was... Voll geiles Neues ausprobieren, theoretisch, Leute. Können wir mal gucken, was uns Bed Wars auf dem Bergwerk Lab Server zu bieten hat. Wenn ihr das dann mal mehr sehen wollt, dann lasst doch einfach mal einen Kommentar da, oder? Und ein Like, wenn ihr mehr von Bergwerk Labs sehen wollt. Okay. Was ist hier an der Insel so geil? Spawnt kein Eisen irgendwie, ne? Wie gesagt, aber meine Nummer 1 Server wird immer GommaHD bleiben. Ups. So. Ich habe schon mein ganzes Essen verbraucht, bin jetzt erst in der Mitte. Nice, Torben. Easy. Okay, da oben kommt schon einer. Ich habe keinen Bock drauf zu gehen, aber komm, wir können hier mal ein bisschen Farbblöcke hinbauen. Bla bla bla. Oh, da ist Gold. Das schnappen wir uns doch. Ich hoffe, unser Hunger reicht aus, damit wir noch ein bisschen hin und her sprinten können. Ah ja, ja, auf jeden Fall. Das hat ordentlich gereicht, Leute. 3 Gold liegen da noch, aber da ist einer. Goddammit. Goddammit. Ich möchte hier weg. Ich habe gerade, kurz still und habe gelauscht, ob ich Schritte höre. Aber war keiner hinter mir her. So. Jetzt in Highspeed über unser Weg. Dum, dum, dum.
Moment. Ah, da komme ich jetzt gerade nicht dran. Okay, jetzt muss ich auch aufpassen hier. So. Okay, Leute. Wir haben keine Zeit für solche Späße hier. Wir sind, wir müssen Gas geben. Moment, ist da unser Bett drin eventuell? Alles klar. Ich hoffe mal nicht, weil das ist nämlich zu easy sonst. Vielleicht ist es auch da drin. Ja, guck mal, das sieht so aus. Da wurden nämlich Blöcke hingebaut. Ich gehe stark davon aus, meine lieben Freunde. So, wir kaufen uns den hier. Oh, what the fuck? Der hat keinen Infinity. Infinity. Zu teuer, Linksklick. Kaufen, Linksklick. Da kann man sich hier eventuell alles dann so kaufen vom Stack, sag ich mal. Ich weiß nicht. Na komm. Was soll der Geiz, oder Leute? Wenn das jetzt kacke war, dann juckt mich das auch nicht besonders, muss ich ganz ehrlich sagen. Kaufen wir uns mal ein bisschen Fleisch. Und ein bisschen Rüstung eventuell. So. Zack, zack. Vielleicht auch noch ein Schwert, das wäre übel nice. Aber ich weiß halt echt nicht, wo Eisen spawnen soll. Ja, also hier ist definitiv unser Bett drin. So viel steht ja schon mal fest. Zack, zack, zack. Kann man da nur schwer zubauen mit den dummen Knöpfen hier. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, Bergwerk Labs Team, das war aber eine Kackidee, ne? Die Knöpfe, das merkt aber auch selber. Guck mal, was ist da? What's going on here? Aha. Eisen, meine Damen und Herren. Na egal, lassen wir erstmal spawnen. Ich will mal kurz gucken, was man sich hier so alles kaufen kann. Wenn mir dies gestattet ist. Spezial. Insta-Brücke, da habt ihr sie. Die würde ich gerne mal ausprobieren. C4-Zündung, C4-Sprengsatz, Rettungsplattform, Enderperle. Seite 2. Snowballs kann man sich kaufen. Sehenschein, Teammitglied erhält ein extra Leben. Lol, das ist nice. Pretty good. Waffen für den alltäglichen Gebrauch. Ja, alles klar. So, Tränke. Was haben wir? Puffy. Wir können uns Puffy kaufen. Wow. Das wird auch mal ein Goal, oder? Aber erstmal fände ich ganz nice, wenn wir so eine Insta-Brücke mal ausprobieren könnten. Was würdet ihr davon halten? Ich weiß es nicht, Leute. Aber ich denke, ihr würdet das absolut feiern, würdet ihr das. Ein Schwert wäre natürlich für den Anfang ziemlich sinnvoll. 5 Minuten überlebt, du hättest 2 Smaragde. Oho, 5 Minuten überlebt. Nice, Storm, nice. Digga, hast du reingehauen, Alter. So, dann kaufen wir uns erstmal ein Schwert, ne? Sonst können wir uns ja hier im Notfall nicht... Doch, wir haben ja sogar einen Bogen. Easy. 8 Eisen brauchen wir. Okay, das ist machbar. Das ist im Bereich des Möglichen. Yay, kann ich die Smaragde auch wegwerfen? Nein, kann ich nicht. Mann, das ist aber nicht cool. Ich möchte die vielleicht gar nicht haben. Aber ist es deren Ernst, dass so wenig Eisen hier spawnt? Wozu ist denn dann die Insel? Na, renn doch mal. Wozu ist denn dann die Insel da gut? Das kann doch nicht. Das glaube ich einfach nicht. Da müssen wir uns nochmal genauer angucken. Eisen? Hallo? Eisen? Nö, ich finde nichts. Also ich würde gerne einmal... Ach, guck mal an. Da spawnt Eisen. Da können wir ja gleich unsere Insta-Brücke hinhauen. Dann holen wir uns das Eisen von der Insel und hauen die Insta-Brücke nach da hinten, weil ich will echt mal nach da hinten. Was ist da? Das weiß ich nicht. Nein, Digga, nein, nein, das kannst du mir nicht antun. Digga, nein, 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 nein. Danke. Ja, wow, das war ja nicht viel. Das waren 2 Eisen. Wir müssen echt mal da den Weg hinmachen. Ich weiß es auch echt nicht. Ist so eine Insta-Brücke unbegrenzt lang? Das glaube ich ja nicht. Ich glaube, man muss sie irgendwo hinwerfen oder so. Aber von hier aus kann man sie eigentlich auch noch so dahin bauen, oder? Das ist doch eigentlich auch noch möglich. So, bauen wir einfach mal. Bam, bam, bam. Weil wir sind ja Architekten. Ich entdecke voll viele neue Sachen gerade. Das macht mir echt Spaß gerade, auf Bergwerk Labs zu spielen. Weil das ist schon wieder ziemlich anders im Gegensatz zu GommaD.net. Aber es bleibt halt die Nummer 1, weil GommaD.net ist halt GommaD.net, ne? Das sind quasi die Hacks, Alter. Habt ihr das gesehen, Leute?
Wow, wenn ich jetzt nicht genug Blöcke habe, um hier irgendwie zurückzukommen, ne? Komme ich irgendwie auf den Baum drauf? Ach komm, das wäre jetzt so bitter, als ob das... Nein, das schaffe ich. Ich bin Jump'n'Run-Profi, das schaffe ich. Macht euch da mal keine Sorgen, das schaffe ich. So, wir klettern jetzt mal hier hoch. Goddammit. Ja, komm, Tom. Na. Ach, nee, echt. Er nimmt sich das Eisen und lieft. Bring mal Blöcke zur Eiseninsel, bitte. Genau, und dann gucken wir doch mal, ob wir heute mal ein paar Teamspieler an Bord haben hier. Weil wir haben nur noch einen Block und ich glaube, damit komme ich nicht besonders weit, oder? Wenn ich jetzt mal hier hingehe, nee. Bringt uns gar nichts. Kommt man hier irgendwie oft hin? Auf den Baumruf? Nee, die Bäume sind halt alle. Ah, da kommt er. Nicer Dicer. Da macht er mal was. Also, der macht wahrscheinlich die ganze Zeit was, aber. Oh, GG. Unser Bett ist kaputt gerade. Das war nicht so Gewinn. Bringen, sage ich mal. Na, wenn der uns entgegenkommt, kann ich den töten. Da ist er ja. So, nee. Du altes Arschloch, weißt du? Echt, solche kann ich ja gar nicht abhaben. Nee. Unser eigenes Bett, ach, unser eigenes Bett vor allem so, als wäre es sein Bett, weißt du? Nein, unser Bait wurde als erstes abgebaut, was ich ziemlich traurig finde. Wo ist denn unser anderer blauer Typ? So, erstmal Leute, gehen wir jetzt in Specials, holen uns eine Insta-Brücke. Dann holen wir uns eine Chestplate. Und ein besseres Schwert. So, dann kriegt er das restliche Eisen. Zack. Nö, wir nehmen das einfach mal mit, ne? So, Leute, jetzt, ich habe keine Ahnung, wie die Insta-Brücke funktioniert. Holy crap. Lol. Das ist richtig cool. Aber jetzt aufgehört. Hier war wohl dann außer Range, außer Reichweite. Keine Ahnung. Ich habe noch keine Ahnung, wie die funktioniert. Also ich sage auch gerade so 400 Mal keine Ahnung. Einmal sagen hätte auch gereicht. Aber jetzt weiß ich nicht, was es auf dieser Insel gibt. Ob es komplett unnötig war, mich hier hinzuwerfen. Oder ob das schon ziemlich cool war. Was ich gemacht habe, er heißt einfach Puffy. Vielleicht sollte ich dem einfach mal einen Puffy schenken. Aber ich glaube, Puffy kostet 2 Gold oder so. Und das ist nicht drin, du. Da muss ich noch, muss ich mal ganz klipp und klar ins Gesicht sagen, ne? Das ist einfach nicht drin. Was nicht drin ist, ist halt nicht drin, ne? So, ne, das nehme ich mal lieber mit, egal ob ich das nicht brauche oder so. Chainplate 1, ne? Ja. Die kann in den Müll geschmissen werden, liebe Leute. Einfach damit ihr jetzt, falls jetzt ein Dude aus einem anderen Team kommt, dass der den nicht anzieht und dann nur eine größere Gefahr für uns ist. Alter, das sieht doch hier aus voll creepy, wie so eine Festung. Was hat ihr denn in Jurassic World zu suchen? Leute, wir entdecken jetzt neue Sachen, das wird spannend. Vermutlich wisst ihr alle schon, was da ist und regt euch gerade richtig über mich auf, dass ich so unnötig Zeit verschwende, anstatt hier mal ein paar Betten zu rushen. Aber Leute, damit müsst ihr halt leben. So, ich darf nicht allzu viele Blöcke verschwenden. So, was gibt's hier, Leute? Brauchen wir ein Insta-Ei? Keine Ahnung. Wofür meine ich? Ja, was macht man hier? Ich ist jetzt einfach nur eine Insel und. Hä? Was hat diese Insel für einen Nutzen? Kann ich das Ding abbauen und benutzen hinterher? Nein. Ja.
Wofür ist das hier? Ich verstehe das nicht. Ergibt für mich alles keinen Sinn. Einfach nur eine Insel? Habe ich mich jetzt einfach umsonst hier hingebaut? Das wäre ziemlich traurig. Ja, naja. Keine Ahnung, was soll man hier machen, mein Lieber? Kein Plan. Okay, ja, dann komm. Zurück zu unserer Insel. Oh, ich habe nur noch 4 Blöcke. Wie für Teleporten? Wie? Hä? LOL! Ey. Das ist richtig geil. Hi. Lol. Dieses Spiel ist nice, Leute. Ehrlich, das Spiel ist geil. Wisst ihr, was wir da machen? Da holen wir uns jetzt ein Insta-Egg. Und dann gehen wir zur anderen Base. Und zwar zur Base von Team Gelb. Weil ein Gelb hat unser Bett kaputt gemacht. Und das heißt absolute Rache. Lass damit zu Gelb. Mal gucken, was wir da hinkriegen. Erstmal ein Insta-Egg, Leute. An den habe ich jetzt Gefallen gefunden. Und komm direkt noch eins hinterher. Los geht's. Er hat einfach einen Seelenstein. Was kostet der denn? 8 Smaragde. Okay, er hat einen Seelenstein. Sehr gut. Ich brauche vielleicht noch ein paar Blöcke so. Bäm, bäm, bäm. Nice. Easy. Ich bin gut im Blöcke kaufen. Ich hoffe, Leute. Keine Ahnung, ich hoffe, dass. Also, ich weiß nicht, ob es gerade so spannend ist, ehrlich gesagt. Oh, es ist jemand da bei uns. Digga, nein. Das sieht man an dem Leuchtstrahl nämlich. An dem Leuchtfeuer, glaube ich. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ein bisschen vorsichtig sein. Vielleicht war es auch noch von mir. Ich kann das nicht beurteilen. Einmal kurz auschecken. Aber hier scheint ehrlich gesagt keines zu sein. Komm mit. Du brauchst einen Smaragd, um dich zu teleportieren. Digga. Fuck. Habe keinen Smaragd mehr. Oh no. Oh no. Wie kann man sich denn Smaragde verdienen, ey? Oh Mann, das macht mich traurig. Echt, das hätte so cool werden können. Ja, der Teleporter ist wieder freigegeben. Schön und gut, weißt du, ich habe halt keinen Smaragd. Wie kriegt man denn Smaragde? Sag doch mal. Ich weiß es halt nämlich echt nicht. Lol, Alter, locker wird das hier unentschieden. Und es wird einfach die langweiligste Folge Bad Wars, die ich jemals produziert habe. Naja, komm, dann lassen wir in die Mitte chillen jetzt hier. Komm mit. Follow me. Dann greifen wir. Ach komm. Lass angreifen. Das wird sonst so langweilig. Ich habe hier Zuschauer, die ich unterhalten muss, Leute. Dam, 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 dam. Bam. Nächster Warte. Torben attacked. Und der ist nicht mehr aufzuhalten, Leute. Ihr kennt mich. Hä, hier ist aber halt auch nie einer, oder? Die Mitte juckt keinen, was? What the fuck? Ist ja ziemlich easy, muss ich ganz ehrlich sagen. Mich jetzt immer dick zu equippen. See you. Ja, wie see you. Schön see you. See you too. Okay, los geht's. Ab zu Gelb. Lass mal attacken. Hier ist ja keiner, ne? Nee, nee.
Nobody. Okay, Gelb hat sich da lang gebaut. Und Gelb hat sich da lang gebaut. Und ich weiß nicht, ob jetzt einer bei Gelb zu Hause ist oder eher nicht so. So, mal gucken. Da bin ich doch mal gespannt. Ja, da ist einer. Okay. Warten wir einfach mal ab hier. Okay, ich glaube, er hat mich gesehen. Ja, da hinten ist er. Nice, er sieht mich. Okay, hab noch eine Idee. Wir können ja mal die Insta-Kacke hier benutzen. Die Insta-Bridge. Oh, er ballert auf mich. Ist aber ganz und gar nicht nice. Aber danke für den Pfeil. Den kann ich schon mal gut gebrauchen. Richtung Gelb. There we go. Hallöchen. Oh Mann. Wie soll ich das anstellen, liebe Leute? Wie soll ich das nur anstellen? Jetzt steht da noch ein Grüner. Das ist pretty nice. Okay, er schießt den Gelben ab. Okay, jetzt schießt er wieder auf mich. Wow. Ich wusste, dass er auf mich schießt, hat mich trotzdem mega erschrocken. Okay, jetzt kommt der Grüne. Und dann nutze ich jetzt die Chance und werf mein Ei. Nice. Und das nächste Ei direkt auch noch. Oder das brauche ich gar nicht mehr wahrscheinlich. Fuck, der wurde von dem getötet. Huh. So, ein, zwei. Lol, wie viel hält denn der aus? Okay, kann ich das Ei auch so nach unten werfen? Dass ich dann eine Brücke nach unten habe? Das geht tatsächlich. Alter, ist das Ei nice. Das Ei ist richtig nice. So, dann bauen wir uns mal. Boah, das bringt ja gar nichts, wenn man sieht, dass ich die Blöcke hier umgebaut habe. Okay, wir haben ihn. Ja, wow, wo ist denn das Bett? Ah, haben wir's. Da haben wir's. Okay, jetzt müssen wir es locker angehen, damit hier jetzt... Da müssen wir jetzt chillig angehen, das ist ganz wichtig. Okay, ich höre hinter mir was. Da ist einer. Ach, das ist mein Kollege. Okay, mein Herz schlägt gerade. Oh, lol. Das ist ganz schön spannend. Aber diese Insta-Eier, die sind echt heftig. Heftig cool. Boah, ich kann mir richtig krasse Sachen kaufen. Das mache ich erstmal. Habe ich gerade so bemerkt. So, das kann ich nämlich gut gebrauchen. Dann einen geilen Bow. Ich habe 6 Smaragde. Da kann ich mir... Ja gut, der ist fast kaputt. Nee, komm, scheiß drauf. Hol ich mir lieber nochmal hier. Oh, lol. Mein Gold ist einfach schon weg. Aber das heißt, ich kann mich jetzt teleportieren, richtig? Das ist doch schon mal ziemlich gut. Ich kann mir hier noch so ein bisschen Pfeile kaufen. Bam, 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 bam. Das sollte reichen, ehrlich gesagt. Was gibt es sonst noch zu kaufen? Nochmal Insta-Eier. Die sind ziemlich nice. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, wie oft habe ich das jetzt schon gesagt, Leute? Ich weiß es nicht. Tut mir leid, das ist halt die erste Runde Bergwerk Labs. Bad Wars, die ich hier in meinem Leben gespielt habe. Und da entdecke ich halt neue Sachen. Hallöchen. Was macht die denn noch hier? Okay, sie ist tot. Huiuiui. Ich dachte jetzt schon, am Ende kriegt die mich hier noch. So. Dann checken wir doch mal aus hier in diese Richtung ein bisschen. Ich finde es ein bisschen doof, dass man keinen Sound kriegt, wenn man jemanden getötet hat. Das liebe ich nämlich immer an gomahd.net. Ich mache das Ganze mal ein bisschen alleine hier. Grün hat ja auch nur noch 3 jetzt. Und ich glaube, Grün sollte hier sein. Oder ist das Rot?
Auf jeden Fall ist da ganz viel gelb. Das Einzige, was... Also ich finde das generell mit den Blöcken ziemlich cool, weil man immer genau weiß, welches Team wo gebaut hat. Aber das einzig Doofe ist, dass es halt echt verräterisch ist. Wenn man zum Beispiel das Bett abbauen will und dahinter sich die Blöcke wieder zumacht, der Gegner weiß, nice, Team Grün, das Bett ist kaputt, weiß genau, wo du dich lang gebaut hast. Das ist ein bisschen schade. Okay, Team Grün ist hier, das heißt, wir sollten da auf jeden Fall einen gelben noch finden, den wir dann eventuell mal töten könnten. So, das ist vielleicht... Wenn du stirbst, nicht lieben, okay. Nein, nein, mach ich nicht, niemals. Ich weiß, dass du so einen Seelenstein hast. Das ist mir durchaus bewusst. So, wo ist der andere Boy? Der gelbe, meine ich. Weil der wird hier wahrscheinlich... Da, der ist noch da drin. Glaube ich. Ja, Leute, an diesem Punkt war dann auch tatsächlich der Zeitpunkt, dass meine Festplatte voll war und Audacity den Rest der Tonspur nicht mehr speichern konnte. Ich muss mir da echt mal ein neues Programm besorgen. Auf jeden Fall war ich da gerade fasziniert von dem wunderbaren Smaragd-Block, der das Abbauen in der näheren Umgebung verlangsamt. Das fand ich übelst geil, Leute. Und ja, also wie ihr seht, ich kommentiere das Ganze jetzt nach, einfach damit ihr noch ein bisschen mitkriege. Ich tue einfach mal so, als wäre ich jetzt da. Wobei, ich weiß eigentlich gar nicht. So, da konnte ich jetzt gerade die Spitzhacke nämlich nicht. So, jetzt kaufe ich mir mal hier die Steinspitzhacke. Mein Inventar war gerade voll, deswegen habe ich die Holzspitzhacke kurz weggeschmissen. Mal gucken, wie das jetzt geht. Also Smaragdblock abbauen ist schon mal nicht drin. Das heißt, ich muss hier langsam aber sicher durch. Okay. Keiner da. Einmal kurz nachgucken. So. Oh, da hatte ich Partikel. Da war doch einer, oder? War da einer? Hä? Warum hatte ich denn da gerade Partikel? Das verstehe ich aber nicht. Naja, wir springen mal wieder raus. Wird wohl keiner sein. Und dann gehen wir einfach mal weiter, würde ich sagen. Damit wir jetzt auch Team Rot noch vernichten können. Und eventuell die beiden Gelben noch finden. Aber die Brücke ist da schon mal nicht vollständig. Das heißt, wir werfen mal eine Insta-Brücke. An denen habe ich jetzt richtig Spaß gefunden. Zack, können wir einfach mal kurz drüber laufen. Sind dann bei der Eiseninsel, müsste das sein, von Team Rot bzw. Gelb. Ja, das passt. Das ist die Eiseninsel. Sehr schön. Da wird sich dann mal ganz entspannt hochgebaut. Und da sehen wir auch schon, Team Robot hat da den Weg. Okay, sehr schön. Sehr schön, liebe Leute. Es geht los. Ne, Moment. Was ist das denn jetzt hier? Ist das jetzt die Eiseninsel? Ja, das ist die Eiseninsel von Team Rot. Okay. Ja gut, dann sind wir jetzt auf der Eiseninsel von Team Rot. Und dann, wunderbar, haben die auch schon eine Brücke drüber. Ich glaube, irgendwie juckt das gerade gar keinen. Also keiner passt so richtig auf seine Betten auf. Die rennen, der Gott ist einer links auf die Eiseninsel gerannt. Kriege ich ja gar nicht mit, dass ich hier schön vorbeigerannt komme. So. Okay. Ja, checkt er gar nicht. Bauen wir uns mal einfach hier hoch. Los geht's. Einfach mal reinbauen da. Okay, das funktioniert schon mal nicht so, wie ich das geplant hatte. Wegen den Clay-Stufen. Das ist ein bisschen mies. Naja, bauen wir das mal wieder ab hier. Ah, scheiße. Hier ist ein Smaragdblock. Deswegen baue ich so langsam ab. Oh Gott, wie soll das mit den Kisten werden, ey? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. So, machen wir erstmal, gucken wir mal. Kommen wir vielleicht ins Bett so dran? Nee, nice. Dahinter sind, glaube ich, auch noch Kisten. Ja, wow. Okay, machen wir hinter uns erstmal zu. Ach du Scheiße. Die Kiste verliert einfach gar nicht an Leben. Ach du Kacke, wie lange soll das denn dauern? Oh Gott, da baut jemand Blöcke ab. Oh Gott. Ach, gut, das ist nur unser. Mann, 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 jetzt muss ich die Kiste unterbrechen. Ich fasse es nicht. Oh nein. Naja, müssen wir wohl wohl oder übel durch. Moment. Eventuell könnte ich doch theoretisch das Ganze mit TNT sprengen, oder? Wäre das mal eine Idee? Moment, kostet TNT Gold? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube schon, ja. Hast du noch Gold? Fragen wir ihn einfach mal. Gucken, was er antwortet. Weil wenn ja, brauche ich das. Das Gute. Na, okay, schreibt er nee. Ja gut. Nee, nee. Dann können wir es auch lassen. Gucken wir einmal kurz nach, ob TNT wirklich Gold kostet. Aber ich bin mir ziemlich sicher. Das wäre es jetzt, wenn das Eisen... Okay, hier haben sie auch keins drin. Wäre es jetzt, wenn das Eisen kosten würde? Ne, 4 Gold. Oha, 1C4. Puh, heftig. Das ist ganz schön viel Gold. Und da komme ich jetzt nicht so leicht dran, weil die Roten da hinten eben zwischen uns und der Mitte stehen.
Aber sie bemerkt. Oh, jetzt hat er mich, glaube ich, bemerkt. Ich wollte gerade sagen, sie bemerken uns gar nicht. Und dann hat er mich jetzt bemerkt. Ja, sieht so aus. Naja, dann muss ich ihn wohl oder übel ablenken. Lol, er leckt richtig. Junge, das war ein Fehler, aber du leckst halt richtig. Ich treffe ihn gar nicht. Okay, jetzt habe ich ihn getroffen. Er fliegt einfach nicht. Lol, wie leckt er denn bitte? Alles klar, das ist... Ne, das sind ganz... Schlicht und einfach sind das Hacks. Ganz, ganz einfach. Ne, da kenne ich nichts. Den bezeichne ich jetzt als Hacker, der wird jetzt auch reported. Und dann, nö. Also, nö. Komm, hau weg, Torben. Mach's kaputt. Leute, gleich kommt dann auch der Zeitpunkt, zu dem ich realisiere... Scheiße, bei Audacity steht kein Speicherplatz mehr auf der Festplatte verfügbar. Und dann habe ich mir so gedacht, fuck, jetzt muss er aber schnell machen. Und zum Glück sehe ich gerade dann, dass die Runde oben in 20 Sekunden vorbei ist. Und dann kommt man, nämlich wie ihr gleich sehen werdet, das ist nämlich anders als bei gommade.net früher, als es da noch Unentschieden gab. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bam, kommt man dann nämlich ins Deathmatch und da muss man einfach den anderen besiegen. Und das war ganz passend, weil dann konnte ich schnell die Aufnahme beenden hier, weil ich weiß nicht, was der Villager da gebracht hat, aber sie laggen halt richtig. Und dann dachte ich mir, bevor die uns wegen den Lags töten, haust du einfach trotzdem drauf. Ilo ist direkt rausgeflogen, dieser eine Spieler, und den Meltau habe ich dann getötet. Und den letzten hat mein Kollege noch getötet. Das war's dann auch schon, da habe ich ganz schnell die Verabschiedung gemacht. Und ja, deswegen hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Lasst doch mal ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert, um nichts zu verpassen. Bis morgen. Ciao.